Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier auf dem äußeren Kontinent und ja, Kuya hält das Leben unserer Freunde in seiner Hand. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, um ihr Leben zu sichern, hat er uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen einen Ort namens Oilwert aufsuchen und ihm einen bestimmten Gegenstand bringen. Wenn wir das geschafft haben, sind unsere Freunde frei. Wir haben keine Ahnung, was er damit vorhat, aber wir werden es höchstwahrscheinlich herausfinden. So. Da drüben ist, glaube ich, nichts und so. Das heißt, wir müssen hier lang. Genau, ja. So. Auch werden wir weiterhin ein bisschen kämpfen. Das bleibt leider Gottes halt nicht aus, ne? Wo mische ich denn jetzt hin? Irgendwo gibt es ja, glaube ich, ein paar Sackgassen. Ich glaube, da drin ist schon richtig. Ah, mir ist das jetzt sehr, sehr recht, dass wir hier kämpfen dürfen. Oh, eine Schildkröte. Ui. Ja, du schaust nicht sehr freundlich aus. Erdbeben, du fängst schon mal super an, oder? Kann ich gerne mit der Blaumagie anfangen, oder? Da. Dann Angriff. Schau mal. Naja, Damage hat sie gar nicht gemacht, ne? Schwing! Und das ist schon kritisch. Ja, böst und narrisch. Glaubt ihr, Dani war gerade sauer? Ja, Pestizid. Nagon hat Pestizid erlernt. Was? Inventar voll ist voll. Supi. Kann nicht aufgenommen werden. Gargantula-Karte haben bekommen. Und eine Potion. Die Potion geht auf jeden Fall. 6000 Gil? 6000 Gil? Bist du ein Depp? Das ist echt nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. So, ich glaube, der Lapis Lazuli. Na, was ist denn da jetzt fertig geworden? Ah, weiß ich, dein Hütchen. Dann kann er gleich das Stirnband haben. Das wird auch sehr schnell fertig sein. Bam, bam. Bin ich da richtig? Ich habe keinen Plan. Es schaut richtig aus, ja. Sollen wir zuerst ein bisschen die Gegend erkunden? Ja, so viel zum Erkunden. Da ist halt voll Punkte mit Gegner. Voll Gegner. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Zidane und Steiner können schon reichen. Na, jetzt helfe ich verdammt. Abwehr. Ich will den fressen und schauen, ob wir was kriegen können. Ich traue mich jetzt auch gerade gar nicht mit Magon anzugreifen. Ich muss schwächer werden. Aha. Stein ist definitiv zu stark, glaube ich. Goldnadel stibitzt. Aber jetzt wird er gefressen, oder? Kugelblitz. Supi. Moment, Pikachu? Queen ist ein Pikachu. Ich hab's immer schon gewusst. Was? Magon hat Level Up erreicht. Boah, die geben jetzt Gas. Das ist nicht schlecht. Kugelblitz. Kugelblitz, nicht schlecht. Ob er das Haus nochmal kriegt, vielleicht kann der Queener dann volles Rohr auch noch erlernen. Ah, Kakti. Aber nur drei? Na doch, das war ich schon fast enttäuscht. Warten, sagen Abwehr, die ganze Runde. Ich kann mich wieder heilen lassen, kann ich depp. Ich depp. Ich voll depp. Ja, sie hat funktioniert. Okay, du bist jetzt Nummer 2. Jetzt hier versteckt sie. Ich bin nicht da.
Einzelne Seher fügt neutral Elementarschaden zu. Soll es eigentlich Donner sein? So cool ist. Na, wir machen nur Swings. Heil, heil. Und die müssen jetzt wieder weg. Was war denn das jetzt gerade? Beide am Level abreicht. Wir bekommen eine Kaktorkarte, High Potion, 4 Stück wieder mal, eine Phönixfeder und das Inventar ist nach wie vor voll und ich muss mal heilen. Ich habe vergessen, dass man so viel High Potions kriegt. Echt, hab ich damit gar nicht gerechnet gehabt. Da kann man ein, zweimal geben, da kann man dreimal geben, da gar nicht, da können wir auch, ja, super schön. Schnell durch, ja, okay, gut, nein, was, vielleicht, oh, hab Angst. Ich glaube, da ist eh nichts, ne? So versteckt irgendwo. Ein Gebäude, irgendein Zugang. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Oh, das Haus! Das will ich auch essen. Ich will das Haus essen. Ich will das Haus essen. Ich will das Haus essen. Streng, streng, Spatz. Streng, streng, Spatz. Ich will das. Alter, ist ja schon gut. Die Steine muss ich hier schon abwehren. Der darf dann nicht mehr angreifen, oder ist die Heisch. Voll das Rohr. Ja, die Steine schon. Lapis Lazuli ist... Oh, Ability abfällt noch. Alles klärchen. Haben wir da noch was? Nein. Mithril, war da irgendwo was? Nein, Stirnband fehlt noch ein bisschen. Okay. Der stierende Band. Der stierende Band. Der Stirnband. Der Stirnband. Das ist noch... Wegklatschen. Ich habe schon viel Speisen. Nur. Der war gebissen. Ja. Küssen. Ja. Schwingen. Oh. Da wären 1000 Nadeln jetzt schön gewesen. Steiner, geht's hinaus? Nein. Das ist zu lange gedauert. Oh, naja. Aber besser als nix. Und ein bisschen Geld. Jetzt können wir schon bald sagen, dicker Batzen Geld.
vergiftet. Supi. Bravissimo. Magus und Stein. Und natürlich Steiner hat ihm das Licht ausgeblasen. Bravo. Ja, Insomnia. Und HP plus 20%. Supi, supi. Das heißt, wir dürfen den Herren was Neues ankleiden. So, meine Herren, was bekommt sie denn? Statt schwarze Gurt den Saphir. Und du bekommst statt den Labis. Na, das ist nicht fertig. Statt stehende Band bekommst du denn das Chakra. Das Chakra-Band. Chakra. 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 So, wir müssen hier lang. Ich glaube, ich bin halt. Ich glaube halt, dass ich richtig bin. So circa in etwa müsste stimmen. Ups, ja. Warte, so. Das heißt, von dem haben wir eh so viel. Kann Zidane sonst irgendwas lernen? Gibt es vielleicht was, das ist immer ein Fleck ist noch okay. Ich kann der gute Steiner was lernen? Oder hat er schon? Achso, wir sind gerade erst bei Vollmond, ne? Da hilft alles nichts. Nö, nö. Hilft dir nichts. Und wir sind hier in Eulbert. Wir werden aber zuerst noch schnell speichern tun. Genesen machen, also einmal zählen bitte. Und speichern. Und zwar, ich nehme hier wieder einen neuen, weil ich hier eine Aufnahmesession jetzt wieder mal starte. Seit langer, langer Zeit mal mehrere Folgen an einem Tag machen. Wow, wie schön. Ach, wie schön. Eulbert. Brauche ich mehr Speicherstände. Puh, schaut toll aus. Ein Ugri. Servus, Shop. Das allererste Mal Shop. Ein neues Schwert. Dann nehmen wir gleich zwei. Nehmen wir drei. Wir haben genügend Geld. Drei, zack. Nehmen wir auch mal 3 mit für den Fall, dass was gespielt werden muss. So, dann nehme ich auch mal wieder einen mit. Elfenflöte nehmen wir auch. Nehmen wir 2 mit. Zypressenstock nehme ich auch einen mit. Silbergabel haben wir noch einen. Vollmondring. Schmierenreif, Egoistenreif. Dann nehmen wir auch einen mit für den Fall, dass was. Da würde ich sagen, nehmen wir auch 2 mit. Dann nehmen wir auch 2 mit. Spangenhelm. Na, 3 sind zu viel. 2 reichen. Brigantine nehmen wir auch ein mit fürs Judo-Kittel. 2. Plattenpanzer nehmen wir auch mal ein mit. Goldrüstung. High Potions, Phönixfeder, ja. Puh. Ich glaube, da können wir noch erhöhen. So.
Nicht. Es ist sehr selten, dass hier mal jemand vorbeikommt. Aber wenn du schon mal hier bist, dann nimm bitte diesen Brief mit, Kubo. Aber gerne, Mimosa. Übergib diesen Brief an Moel. Schreib gerne. Kubo, danke. Danke, Kubo, meine ich natürlich. Wir haben gezeltet, wir können aber nochmal speichern. Sollen wir nochmal? Ja, sollen wir eingekauft haben, ist vielleicht gar nicht so doof. Sollen wir nochmal schnell speichern tun? Dann schauen wir uns das Zeug hier mal an. So. Ich bedanke mir. Wir kleiden uns an. Zidane hat immer noch kein neues Schwert, ne? Oder eine Klinge, irgendwas. Irgendwas kann er irgendwas lernen, was Neues? Schaut nicht so aus. Wie schaut's mit Queen allein aus? Kopfetuch? Na, auch nicht wirklich. Chimärenreif? Nope. Magiergut der Stadt? Nö. Halsetuch? Na. Das ist auch nicht schlecht, oder? Der gute Steiner. Da geht schon was, oder? Schockbolzen, eine neue Fähigkeit. Wie schaut es mit dem Helm aus? Ah, Stärkebonus, das ist schön. Ability up. Der Steiner kann kein Ability up. Mich trifft nochmal der Schlag. Echt jetzt? Ich hab auf ihn vergessen. Anlegen. Kreuze Dücken. Ich werde das mal wegtun. Ich brauch's für Ability ab. Da. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Anlegen den Guten mit einer Mithril-Klaue. Kann sie. Kampfkralle angefertigt aus einem legendären Metall-Mithril. Okay. Hat keine Zusatzfähigkeiten. Könnte man theoretisch rausnehmen, das Ding ist. Da geht was. Brigadine. Das ist gut. Ability Up ist auch nicht fertig bei ihm. Ah, jetzt wird es schneller gehen. Alles klar. Puh. Ich glaube, uns passt. Danke nochmal. Soll ich es nochmal speichern? Ich habe so Panik, dass mir da was passiert. Ich bin da nämlich schon mal damals, als ich noch jünger war und unerfahrener, da habe ich echt zu tun gehabt hier. Da musste ich wirklich den Ort verlassen und musste leveln. Ich war einfach zu schlecht. Man möge es mir nicht glauben, aber es war wirklich so. Ich glaube, mit Level 40 war man hier eigentlich schon gut aufgestellt, aber ich war nicht mal Level 40. Ich war, glaube ich, Level 25 oder so, also wirklich verrückt. So, du Scherben. Ist das der Eingang? Sesam, öffne dich. So ein fettes Tor. Wie sollen wir das bloß auflegen? Nun, ich denke, das dürften wir ruhig als eine Aufforderung einzutreten missverstehen. Vielleicht? Na, dann wollen wir mal. Frei nach dem Motto, tritt ein, bring Glück herein. Das können wir wahrscheinlich brauchen, das Glück. So. Mal schauen, wo es hier überall lang geht. Zum einen mal zu einer Kiste Schatz. Viele Kisten Schatz. Carbonato. Wir hätten das nicht kaufen brauchen. Yay! Stahlrüstung. Hier alles? Wait, was? Sind wir hier richtig? Ach, da habe ich eh schon. Halt! Kämpfen!
hat Level Up erreicht und ist jetzt Level 36. Boah, die Herd der Schöpfung, ne? Die geben ordentlich Gas. Ziemlich komische Kugel irgendwie. Keine Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob ich da richtig bin. Ah, eine Truhe. Okay. Federstiefel. Was haben wir denn da Schönes? Sieht aus wie irgendein Mechanismus, aber irgendwie tut sich nichts. Ob es dafür wohl irgendeinen Schalter gibt? Noch eine Truhe, die nehmen wir gerne mit. Kraftkittel. Super. Haben wir hier noch irgendwo? Ah, jetzt sind wir da wieder. Und hier? Ist sie nur etwa versiegelt? Jedenfalls geht sie so nicht auf. Okay, die will nicht. Die hat keinen Bock. Die will einfach nicht aufgehen. Wir müssen einen Stock, höher. Allheilmittel. Ist da drüben auch eine Truhe? Ah, da geht's weiter, warte mal. Also zumindest ist da ein Weg. Da ist noch eine Truhe, boah, das ist echt viel, ne? Ein Morgenschein. Ja, mir scheint's auch morgens. Was? Da ist noch was. Elixier. Was spielst denn du schon wieder für eine komische Kugel? Vielleicht sagt sie uns die Zukunft voraus. Hier lang. Oh, Stilzkin. Ja, sehr was. Willst du nicht das dreiteilige Set bestehend aus High Potion, Emerald und Elixier für 888 Gil haben? Freilich, hier. Boah, ey, besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Haha. Du? Moel, du, ich habe einen Brief für dich. Stets zu Diensten, Kubo. An Moel einen Brief überreichen. Boah, danke für den Brief von Mimosa, Kubo. In letzter Zeit haben wir Mokrimilian keine Briefe hat mir Mokrimilian keine Briefe vorbeigebracht. Mir war schon ganz einsam zumute. Ich lese ihn gleich, Kubo. Also, in letzter Zeit kommen ja gar keine Briefe mehr an, Kubo. Warum denn nur? Sag mal, Moel. Willst du nicht mal schnell zur Mognet-Zentrale gehen und dich beschweren, Kubo? Mir reicht's nämlich mittlerweile, Kubo. Warum muss er gehen? Siehst du schon draußen? Ah, ich will Mimosa nicht verärgern, sonst regt er sich wieder so auf. Aber wenn ich nur wüsste, wo die Zentrale ist. Nimm das zum Dank, Kubo. Eine Kubonuss! Was super, die können wir dann wieder an unseren Kubonuss-Fanatiker vorbeibringen. Hier kann man zelten. Ja, hier kann man zelten. Auf jeden Fall drüber speichern. Dahinter ist eine Truhe, ich habe sie gesehen. Ich speichere liebend gern. Ihr habt es schon mitbekommen. Ja. So. Bald schauen wir, was wir Geld verbraten haben, oder? Also ich. Ja. Fast pleite. Für die. Ich will zur Truhe, ich will zur. Da ist auch eine, oder? Na. Geierkittel. Boah, da kommen wir Zeugs. Was haben wir hier? Huch. Was ist denn das? An der Decke. Was ist das? Da ist zwar so eine komische Malerei am Boden, aber nur um das hier zu beleuchten, so ein Riesending aufzuhängen, ich weiß nicht recht.
gerade vergessen, wo es hier anfing. Wo das Ganze anfing. Wo war denn das? War das mit der einen blauen Kugel da oben? Aber da war kein Rufzeichen und nix. Ich weiß, es gibt einen Schalter. Irgendwo musst du wirklich was einschalten. Und ich habe natürlich wieder mal Vollgas vergessen, wo das ist. Ah, ja, natürlich. Rot. Irgendwas hat sich jetzt getan. Sie ist rot. Wo soll man zuerst hinschauen? Ich glaube, darüber. Oh. Oh. Wow. Ein Hologramm. Ist das ein Planet? Zweifelsfrei handelt es sich hierbei um eine Art Schrift, aber... Mutter... mehr kann ich nicht lesen. Du kannst das lesen? Danke, danke. Es ist weniger, dass ich das lesen kann, vielmehr sprechen die Schriftzeichen zu mir. Ich raff das auch nicht so ganz. Da jetzt weiter. Vielleicht können wir hier jetzt mit der Kugel da oben was anfangen. Vielleicht geht die jetzt auch. Ziemlich komische Kugel irgendwie. Keine Reaktion. Oder es war jetzt nur mal ein kleiner Anfang. Hier ist aber auch nichts. Hier ist aber auch keine Kugel oder so, ne? Kann ich hier irgendwas? Vielleicht? Keine Reaktion. Nein, da bin ich noch zu früh. Kommt vielleicht auch auf die Reihenfolge an. Ach so? Hier? Nö. Reihenfolge. Aha. Vielleicht dann doch da oben? Hier vielleicht? Du? Oh, tut sich ja doch was. Noch ein Hologramm. Ein Schiff aus einer alten Hochkultur, aus längst vergangenen Tagen. Also doch eine bestimmte Reihenfolge. Ah, okay. Ja, aber trotzdem, der Part für heute ist zu Ende. Mysteriös das Ganze hier, ne? So hochmodern mit Hologrammen und so. Ganz, ganz komisch hier. Ich hoffe, wir kommen dahinter, um was es sich hier handelt. Jo. In dem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!